Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Temtem. Ja, wie ihr vielleicht seht, meine Temtem sind jetzt aktuell alle 55, fast 56. Ich habe ein bisschen hier im Gras trainiert und habe auch unter anderem ein paar Temtems auf der Box mal trainiert. Und zwar habe ich unser Bun Bun zu einem Mudrit weiterentwickelt. Ich habe den Reise Nessler auf 55 gemacht. Wallasch hatte ich nur auf 54, genauso wie Loali. Wir haben jetzt einen Myx, also das war quasi eine Weiterentwicklung, genauso wie Grumper habe ich auch, bis es sich weiterentwickelt hat. Auch am Mauflank. Das sind quasi die Temtem, die wir hier in dem Gebiet gefangen haben. Weil ja, ich wollte noch ein bisschen Variation haben, quasi, falls wir mal irgendwie tauschen müssen, kurzfristig. Und auch, damit wir im Kampf besser sehen können, ob wir eine Schwäche oder eine Stärke haben. Ich habe auch ein paar auf der ersten Seite rausgenommen und trainiert. Und zwar haben wir hier zum Beispiel jetzt ein Piraniant, das haben wir jetzt weiterentwickelt. Kalabis haben wir jetzt auch. Ein Taifu haben wir, ein Vilump. Nidrasil, das ist ja die Schlange, die vorher nur einen Kopf hat, die hat jetzt drei. Bei den anderen bin ich noch nicht so weit gekommen. Lapinit habe ich jetzt auf 50 bisher gemacht. Aber da weiß ich noch nicht, wann sich das genau entwickelt. Ich mache das jetzt immer so ein bisschen zwischen den Aufnahmesessions, dass ich auch von der Box ein paar, Temtems ein bisschen trainiere, dass ich zumindest die Weiterentwicklungen habe, damit wir da auch den Eintrag haben und alles. Wie gesagt, im Notfall auch nochmal switchen können. Aber ich glaube, so sind wir jetzt aktuell ganz gut aufgestellt. Und gehen mal weiter. So, wir haben ja das Gebiet hier eigentlich größtenteils schon komplett abgegrast quasi. Die ganzen Belsottos hier haben wir ja schon besiegt tatsächlich. Ach, hier oben müssen wir lang. Auch den alten hier oben haben wir besiegt tatsächlich schon. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau, müssen wir jetzt zu der Stelle. Und wahrscheinlich dann über diese Brücke oder was auch immer das ist. Oh. Und da sind ein paar. Und ein paar vom Widerstand. Haltet sie zurück. Wenn sie die Brücke einnehmen, ist Upinsani verloren. Das sind zu viele. Kommt schon, Jungs. Werft ihnen eure Temtem entgegen. Clan Belsotto ist voll klasse. So ungern ich das auch tue. Notfallplan, Rückzug, Bändiger. Ja, super. Ihr habt die Brücke kaputt gemacht. Ha, schaut, wie sie laufen, ihr kisivanischen Feiglinge. Halt die Klappe, du Trottel. Der Befehl lautete, die Brücke intakt einzunehmen. Wie sollen wir jetzt, bitte Upinsani erobern? Ich meine, wir haben sie doch besiegt. Das ist völlig egal. General X war mehr als deutlich, dass er von uns erwartet, dass die strategischen Ziele dieses Feldzugs zu erfüllen. Einer davon war es, die Brücke zu sichern. Willst du ihm das erklären? General X, nein, also, das dachte ich mir schon. Herrgott, wir marschieren jetzt schleunigst zurück ins Hauptquartier. Ich muss dem General diese strategische Entwicklung melden. Also, Bewegung. Aus dem Weg, dreckige... Alter, ich habe nicht mal was gedrückt. Das hat es einfach so weggemacht. Wie du befiehlst, Warner. Das wirst du noch bereuen, Eindringling. Alter Schwede. Warner Gu, du könntest hier noch eine Aufgabe haben. Ich muss nach Upinsani, aber die Brücke ist weg. Tatsächlich, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich habe dich beobachtet. Ja, ich kenne deinen Namen. Also gar nicht erst überrascht. Vielleicht bin ich doch nicht so alt wie und verrückt. Es gibt einen anderen Weg auf die andere Seite. Es gibt immer einen Weg zu allen Orten. Du musst immer nur einen Schritt voraus sein. Oder wie in diesem Fall einen Schritt oben drüber. Nimm das hier. Gravitonische
die Krab... Du verstehst zwar nicht ganz, wie diese Technik Wunderwirkung funktioniert, aber du kannst damit die Felswände festhalten. Nee, wir können endlich Felswände hochklettern. Das würde gute Dienste leisten. Danke. Das ist ein Prototyp, hergestellt von Akihiro. Vermutlich nicht ganz sicher, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Jetzt weiß ich, dass du vertrauenswürdig bist. Also, zumindest so weit, dass du kein Freund der Invasoren bist. Zugegeben, man kann auch übervorsichtig sein. Und wir brauchen alle Freunde, die wir kriegen können. Siehst du diese Felswand? Nutze deinen Kopf und die Spielerei, die ich dir gerade gegeben habe. In der ganzen Region wimmelt es nur von Eindringlingen. Ich gebe dir diese eine Chance, um dich zu beweisen. Erklimme die Hügel und reise weiter nach Westen. Das wird weder leicht, noch ist es sicher. Willkommen in Kisiva, Wanganugu. Ah ja. So, das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Interessant. Sehr interessant. Ja, nice. Ja, ich gehe erstmal nach links tatsächlich. Da ist zwar nur wahrscheinlich eine Sackgasse, war mir klar. Aber wir wollen ja alles erkunden, weil ja unter anderem da halt auch Items schon mal liegen. So. Glitzert hier irgendwas? Ach, hier ist einer von Belsotto. Luftaufklärer 37. Wir haben Kontakt mit vereinzelten kiwisanischen Rebellen in der Klimazone. Kampfhandlung imminent. Sehe ich aus wie ein kiwisanischer Widerstandskämpfer? Hm. 61. Oh. Ich hätte vielleicht die hier auch ein bisschen trainieren sollen. Oh. Lendere bringt hier gar nichts. Wenn ich jetzt wüsste, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist tatsächlich. Ich setze mal Babong dazu. Das ist nicht effektiv. Alter, was ist denn überhaupt gegen den effektiv? Switchen wir mal beide. Irgendwie strange. Aber ich weiß nicht, was der für ein Typ ist tatsächlich. Aber heftig war das jetzt gerade schon irgendwie, dass das gar nichts gebracht hat. Oha. Alter, selbst der Kinnhaken nicht? Ja, komm, ich setze den jetzt aber ein. Gewitter schon. Okay, das ist gut. Was ist der denn für ein Typ, bitte? Oha, Babong hat er ausgeschaltet. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Gerade war. Ich belebe den aber jetzt nochmal schnell wieder. Weil Babong braucht die EP ja auch. Zack. So, und du. Das ja. Aber 61 ist schon heftig. Gut, das ist. Macht dich halt selber K.O. Warum kriegt Babong die EP nicht? Aufklärer 37 hier. Trete strategischen Rückzug an. Ich habe zwar keinen Plan, warum Babong jetzt gerade gar nichts bekommen hat. Klar, es wurde besiegt, aber ich habe es ja wiederbelebt. Ach, das sieht aus wie so ein Rucksack dann. Das ist ja lustig. Gehen wir mal gerade schnell heilen. Ja, das. Die Temtem haben wir auch schon. Das ist das eine Flugfahr oder wie das heißt. Das Goti. Das habe ich dementsprechend halt auch weiterentwickelt. Das heißt, wir haben jetzt von der Vor- und von der Weiterentwicklung den Kreis quasi, der uns im Kampf angezeigt wird, was echt sehr, sehr nice ist. Ich bin gespannt, wann Dendris sich das nächste Mal weiterentwickelt. Weil dadurch, dass wir es das ja ein bisschen später bekommen haben,
kann das halt einen Moment dauern. Genauso wie bei Bong. Da bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, dass es sich spätestens auf 60 wieder entwickelt. Das wäre auf jeden Fall nice. So. Jetzt mal gerade gucken. Achso, hier kann man einfach nur klettern. Okay. Aber das ist cool, dass wir jetzt das Kletterwerkzeug haben. Dadurch können wir halt jetzt auch in den anderen Gebieten klettern, ne? Okay, das ist auch nur eine Sackgasse. So, da klettern wir aber auch hoch, weil da ist bestimmt was in dem. Ja, das war klar, dass hier was liegt. Stärke Ananas. Ja, schon wieder einer von Belsotto. Aufklärer 47 tritt in den Kampf ein. Wir werden sie aus den Hochlanden vertreiben. Ihr dämlichen Aufklärer. Ich hoffe, die sind jetzt nicht auch 60. Ja, Gott sei Dank, die sind nur 70. Machen wir mal so. Ja, ist gegen beide effektiv, das ist gut. Sowohl Gift als auch Natur. Obwohl es da jetzt auch nicht so krass viel Schaden macht. Also, ich merke schon, die beiden Temtem sind generell auch nicht so meine stärksten. Machen wir erstmal das Piraniant platt. Sehr schön. Und das Okama hat ja auch nicht mehr viel Life. Okay. Bei der 56, das ist schon mal cool. Dendro. Da kann ich eigentlich Platimus austauschen. Setzen wir mal Babon ein. Auch wenn ich einfach hätte ein Feuer nehmen können, aber ich nehme es jetzt einfach, ist ja egal. So, damit haben wir das auch schon mal weg. Babon kriegt auch schon mal Level 56, sehr gut. Erstmal Doppeltritt und du kriegst einen fetten Kinnhaken. So, nochmal nagen und nochmal einen Knaken. Sehr schön. Ich wurde besiegt. Ich wiederhole, besiegt. Alarmiert alle Einheiten nahe Seenhügel. Wah, wah, wah. Alter, was war das denn gerade für ein Drache? So, zack, zack. Klettern wir mal hier hoch. Oh, hier kommen direkt zwei Belsotto. Läuft. Ich kann es einfach nicht glauben. Was? Wir sind auf einem verdammten Vorsprung gelandet. Ja, sind wir. Und wie sollen wir hier jetzt wieder runterkommen? Ich glaube, du kennst die Antwort bereits. Hey, ich habe gesehen, wie dieser Typ hier geklettert ist. Du da, gib uns deine gravitonischen Bikralen. Oder Bikralen? Belsotto fressen Kot. Was? Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich habe nie Kaka gegessen. Wer hat das erzählt? Genau, wir verzehren ganz definitiv keine Fäkalien. Doch. Sieht das aus? Ist nicht persönlich, aber wir müssen hier runterklettern. Ja, ich habe schwache Knöchel. Ich kann aus dieser Höhe nicht springen. Erzähl ihm doch nicht auch noch von deinem Schwächen, Idiot. Ups. Oh Mann, ey, die Belsottos sind halt einfach so dumm, ne? So. Das mache ich gegen dich. Ach, mal so, mal gucken. Ja, das Ozeara habe ich halt noch nicht.
Aber es scheint ein Wasser-Temtem zu sein. Würde auch Sinn machen, weil Sophia hatte das Ding ja auch. Federgatling. Wir machen erstmal das Oceara weg. Oh. Ich hoffe, dass Vulkaner das noch überlebt, so gerade. Nee, tut er nicht. Unlucky. Ich frage mich gerade, warum hat Granfa eigentlich in der letzten Zeit keine Level, also keine Waffen, keine Attacken mehr wirklich groß gelernt, die besser sind, ne? Also es sind eigentlich gefühlt mit immer denselben Attacken unterwegs, ne? Ja, komm, der Windstoß müsste eigentlich reichen. Das bringt nichts. Machen wir das mal so. Ah, ich hätte es eigentlich anders machen müssen. Ich hätte mit Grampa Cizara angreifen müssen und mit Gazuma Oceara. Naja, egal. Gazuma 650. Granfa braucht noch ein bisschen. Na super. Noch ein Gazuma. Granfa. Setz mal Babong ein. Und ich setz. Ja. Das ist echt ein bisschen schlecht gerade. Ja, komm, machen wir mal Schlagbohrmaschine. Mal gucken, ob das was bringt. Jawohl, hat gereicht. Bloße. Finde ich lustig, dass gegen Gazuma Blitz nicht als halbe Schwäche ist irgendwie. Obwohl es ja eigentlich auch Elektro ist. Wundert mich ein bisschen. Ich glaube, ich muss gleich meine Thermessenz-Flasche nutzen. So, lass unten runter dich holen. Jetzt müssen wir springen. Haha. Ha. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht. Hör auf, mich zu schubsen. Ich kann. Ah, geil. Alter Schwede. Meine Temps haben es echt ganz schön in Mitleidenschaft genommen. So. Dann setzen wir mal die beiden an die Spitze. Da glitzert was. Okay, unten ist nix. Und wieder ein Belsotto. Aufklärer 69. Feinde nahe Nuru-Hütte gesichtet. Beginne mit der Eliminierung der Bedrohung. Wenn du das schaffst. Ja, war ja klar. Natürlich muss die auch einen Babon haben. Und ein Tental. Okay, gegen Babong hat es schon mal ziemlich reingehauen.
Gegen was war das nochmal schwach? Ich habe keine Ahnung. Naja, muss ich halt mit Papa mal dagegen schlagen. Das dürfte jetzt aber abfackeln, das Babon. Alter. Vulkana hat das so gerade noch überlebt. Aber jetzt muss ich ihn switchen. Das überlebt er sonst nicht mehr. Jawohl, das hat ausgereicht. Oho, Basis, ich muss den Rückzug antreten. Südlicher Zugang zur Nuro-Hütte ist nicht sicher. Ich wiederhole, nicht sicher. Mal gerade auf der Karte gucken. Ne, hier haben wir nichts zum Heilen. Wir müssen notfalls wirklich zum Temptorium nochmal zurückrennen. Ja, Vulkana hat halt leider. Es ist halt kurz vor Level Up und es kann halt leider gerade trotzdem nicht helfen, leider, ne? Ist schon ein bisschen belastend. Naja. So, gehen wir erstmal hier hoch. Ja, warte, ich hab da was glitzern sehen. Ein Grumper. Ja. Da ist nur ein Feld. Läuft. Naja. Gehen wir erstmal hier rüber. Ah, jetzt macht das sehr schön. Weil das Item habe ich ja eben von einem anderen Ding schon gesehen. Da glitzert wieder was. Mitnehmen, was mit zum Mitnehmen geht. Ja, ich weiß, wir müssen nach da oben. Da will ich aber jetzt trotzdem noch nicht hin. Hier ist gar nichts. Okay, hier ist ein Bändiger. Bei den Ahnen. Offenbar hat man selbst auf seiner eigenen Insel heutzutage keine Ruhe mehr. Temtem los. Wie auf seiner eigenen Insel. Was? Das weiß ich zu schätzen. Aber wenn du schon mal da bist, lass uns die Gelegenheit für einen Kampf, guten Kampf nutzen. Ja, dann mach das doch. Ich wollte ja eigentlich nur gucken, ob es hier schöne Sachen gibt. Hier gegen Grumpa ist sehr viel effektiv tatsächlich. Ich greife aber das Akranox an. Okay, Kampf ist auf jeden Fall dagegen auch effektiv. Das ist sehr gut. Das kann Elektroattacken? Okay. Es hat auch lächerlich 8 Schaden, macht es nur mehr Allergiker-Schwall. Braucht aber dreifacher von der Ausdauer.
Machen wir das so. Kumpa wird ohnmächtig. Clevere Taktiken. Ich hoffe, nutzt sie im Widerstand für das Gute. Ich werde bestimmt nicht für Clan Belsotto kämpfen. So. Switchen wir die mal. Ich würde jetzt gerne hier runterklettern, um zum Temptorium direkt zu kommen. Das wäre nice. Ich glaube, ich renne da aber jetzt wirklich erstmal hin. Weil da werden wir bestimmt noch einiges kämpfen müssen. Nein, jetzt bin ich in die Sackgasse rein. Aber es ist cool, dass wir endlich dieses Kletterwerkzeug haben. Ich hoffe, dass wir das nicht wieder so schnell verlieren wie in unsere Schlittschuhe, die wir bis heute noch nicht wieder bekommen haben. Wenn man bedenkt, die haben wir kurz vor, bevor wir mit der Naval losgeflogen sind, bekommen. Und haben sie durch den also kurz bevor wir mit eigentlich Richtung Tukma geflogen sind, haben wir die erst bekommen und beim Absturz haben wir sie instant verloren. Das war halt so belastend. Wir haben sie eigentlich nur beim Vulkan nutzen können, tatsächlich. Ich glaube, ich werde... Ach, Vulkaner ist ja noch gar nicht 56, ne? Dann machen wir das so. Dann kann Vulkaner 56 werden. So. Vor allem frage ich mich sowieso bei manchen Sachen, wie wir die verlieren können überhaupt. Wir haben noch einen Rucksack. Den Rucksack haben wir. Können die Sachen aus dem Rucksack rausfallen? Als wir im Gefängnis waren, ja, kann ich ja verstehen, dass wir dann ein paar Sachen nicht hatten. Aber bei dem Absturz... Oh, jetzt bin ich doch falsch geklettert. Nur heute, so. Ach, ich hätte auch nach rechts rüber. Und dann ins Dorf zurückrennen können. Ja gut, dann gehen wir erstmal links die Zunge lang und dann gehen wir rechts ein bisschen lang. Aber wir wollen ja auch nach Stickern suchen. Adeyayo. Ah, tut mir leid, ich habe nur meine Augen etwas ausgeholt. Ich wollte nicht stören, schlaf ruhig weiter. Oh, keine Sorge, für jemanden in meinem Alter gibt es hier eh nicht viel zu tun. Daher schläft er wieder. Skara wird beschädigt. Kann man hier angeln? Davon habe ich nämlich auch schon gehört, dass man angeln kann später. Das wäre natürlich nice, wenn man hier dann anfangen könnte zu angeln. Küchenchefin Momichi. Okay, wir müssen halt nach links, aber ich grase jetzt erstmal hier rechts alles ab quasi. Da ist doch noch was. Bun beschädigt. Okay, das Kletterding ist halt komplett sinnfrei. Hier links noch was zum Klettern? Nö. Hallo, bist du ein Gast des Hotels? Nein, ich bin beim Widerstand. Ah, vielen Dank für deinen Einsatz. Es ist so schön, Bändiger wie dich zu sehen, die von weit her anreisen, nur um zu helfen. Das stellt meinen Glauben in die Menschheit wieder her. Wie dem auch sei, die Seilbahn ist geschlossen. Warum?
Aufgrund der andauernden Kampfhandlung können wir die Sicherheit der Seilbahn nicht garantieren. Besetzte Ranger wurden quer Hochland gesichtet und können das Seil sabotiert haben. Aber selbst wenn die Seilbahn sicher wäre, sind da immer noch die Belzotto-Luftschiffe aus Chipako, die über die Gipfel fliegen. Wer weiß, ob die dort nicht Truppen absetzen. Und fährt sie? Direkt zu den Höhengipfeln von Kilima. Dort liegt das ganze Jahr über Schnee. Und die Aussicht ist atemberaubend. Für alle, denen Angeln nicht so liegt, ist es eigentlich eine der großen Attraktionen dieses Hotels. Aber du kannst hoffentlich verstehen, dass der Zugang in den aktuellen Situationen verboten ist. Verstehe. Tut mir wirklich leid. Wir hoffen, dass wir wieder öffnen können, sobald der Krieg vorbei ist. Bitte besuchen uns gern wieder. Auf die Schneelandschaft freue ich mich auch schon tatsächlich. So. Ich glaube, das... Ach komm, dann gehen wir jetzt hier hoch. Hier liegen ja auch ein paar Sticker und ich denke mal, gegen Belzotto müssen wir ja auch gegen einige kämpfen. Deswegen mal gucken. Erste Gildenmeister in Aruma beschädigt, okay. Okay, da ist nichts mehr. Ich hab doch gesagt, hier liegt bestimmt auch noch was. Brokkolem. Der sieht doch cool aus. Okay, da ist nichts mehr. Da oben glitzert noch was. Wundert mich, dass ich hier gerade keine Belzotos mehr sehe. Pifki. Ein Luma, alter Schwede. Wie viele Lumas die Leute einfach haben. Okay, was machen quetzianische Waffen hier? Halt stehen bleiben. Du siehst nicht aus, als würdest du von hier kommen. Gib dich auf der Stelle zu erkennen. Sieh an, wenn das mal nicht Guilford ist. Auf meiner Liste der Leute, mit denen ich hier am wenigsten gerechnet hätte, stehst du direkt zwischen Indaira und der Meereskönigin von Deniz. Könnte ich auch von dir sagen. Was machst du in Kisiva? Kisivianische Tukmani, unsere Völker gehören zusammen. Als Tukma davon erfuhr, was in Kisiva passiert, boten meine Wache und ich Hilfe an. Also erlaubt mir, dich im improvisierten Hauptquartier der Tukmani-Freiwilligenbrigade zu begrüßen. Wir sind hier, um unseren kivisanischen Brüdern und Schwestern zu helfen, ihre Freiheit zurückzuerlangen. Sieht bezaubernd aus. Ich war ja früher oft angeln und mich entspannt, wenn ich ein paar Tage frei hatte. Und so wollte ich diesen Ort hier definitiv nicht sehen. Aber das will wohl niemand. Wie dem auch sei, ich freue mich tatsächlich, dich zu sehen. Vielleicht kann man dich ja doch noch gebrauchen. Wow. Also ursprünglich war unser Plan gewesen, die Verteidigung von Wumi zu verstärken. Aber die Belzotto-Luftschiffblockade zwang uns, nach Süden auszuweichen. Die Winde waren schier wahnsinnig und am Ende mussten wir auf diesem Hügel notlanden. Weit weg von unserem Ziel. Wir sind hier in der Nuru-Hütte untergezogen. Und harren aus, während wir auf die Kontaktoffiziere des Widerstands warten. Das Problem ist nur, wir wissen nicht einmal, ob sie wissen, dass wir hier sind. Ha, unglaublich, vor kurzem noch warst du in dieser Zelle und jetzt brauche ich deine Hilfe. Das sind wahrlich interessante Zeiten, nichts für ungut, was? Ja, du kannst definitiv helfen. Wir müssen Kontakt zum Widerstand aufnehmen. Wir haben ihr Lager bei Upinzani von der Luft aus gesehen. Es liegt südwestlich von hier, jenseits der Berge. Anders als du haben wir keine gravitonischen Bikrallen. Also sitzen wir hier wohl in der Falle. Versuche dich an der Belzotto-Front vorbei nach Upinzani zu schleichen und sag den Kivisianern, dass sie uns hier rausholen sollen. In der Zwischenzeit kannst du gerne einen Happen zu essen haben und dich ein wenig im Hotel hinlegen. Das Gebiet hier ist sicher, solange wir es halten. Was ist mit dem Stück vor uns?
Das Querhochland, da haben wir kaum Informationen, das gefällt mir nicht. Solange wir nicht klettern können, können wir einander nur im Auge behalten. Wir Tukmani hier unten und die Belsotto da oben, und so gewinnt man keinen Krieg. Man muss schon recht gut klettern können, um vom Süden hierher zu kommen. Also, viel Glück auf der Felswand da. Also, wie auch immer. Danke, Gilford. Okay, Leute, lasst ihn rein, er ist mein Ehrengast. Bin ja mal gespannt, was wir da drin sehen werden. Ah, okay, hier können wir auch heilen, das ist sehr schön. Blub, blub. Willkommen in Nuruhütte. Was ist das für ein Ort? Die Nuruhütte ist bekannt als der beste Ort für Angler im ganzen Archipel. Sie eignen sich auch perfekt als Urlaubsziel, wenn du kein Angler bist. Mit der Seilbahn haben wir ein komfortables und sicheres Transportmittel rauf zum Klimagipfel. Also natürlich aktuell nicht, aber normalerweise. Und ich hoffe, du besuchst uns wieder, nachdem diese unangenehme Sache durchgestanden ist. Was gibt's Neues? Nun ja, abgesehen von der Besotto-Invasion, die Tukmani-Freiwilligen sind hier untergebracht. Und ich freue mich, sie zu versorgen. Ich habe nie viel als Bändiger getaugt, aber so kann ich trotzdem den Widerstand unterstützen. Und vielleicht sollte ich nicht über die Kunden tratschen. Das ist also nicht von mir gehört, aber wie sehr höchstpersönlich ist hier. Hier finden die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film statt. Es wird sicher toll, Nuruhütte auf der großen Leinwand zu sehen. Haben wir nicht das Gerücht gestreut, dass die hier wäre? Die war doch eigentlich in Tukma, ne? Oder, nee, in Omnesien war die, glaube ich. Wir hoffen mal, dass es eine gute Werbung für diesen Ort ist, wenn wieder Normalität einkehrt. Nur zur Info, sobald dieser Wahnsinn vorbei ist, findet unser Angelwettbewerb ganz normal statt. Hoffentlich sehen wir uns dann. Ach, da geht's raus, lul. Nach links geht's aber auch raus. Wo war denn da links eine Tür? Habe ich die jetzt übersehen? Tatsächlich, die habe ich echt übersehen. Psst, wir drehen. Du sollst gar nicht hier sein. Ah, die ist tatsächlich hier. Und nur so sage ich es frei raus. Wem gehört dein Herz? Chaka Turay und der Freiheit? Oder diesem dezimianischen Schurken, der unser Versagen in Kauf nimmt, wenn es ihm deine Liebe sichert? Oh Unglück, es scheint mein Herz. Nein, mein Geschick. Mein Schicksal. Ich glaube, die kriegt den Text gerade nicht so ganz hin. Mein Schicksal, es scheint mein Schicksal, mein Herz in zwei Brechen zu fühlen, zerrissen und so weiter. Ah, tut mir leid, wirklich. Ich kann das einfach nicht. Cut, cut, machen wir eine Pause. Tut mir leid, Juni, aber es fällt mir nicht schwer, mich zu konzentrieren, weil nun ja, ja, ich verstehe. Du würdest die Szene lieber mit dem richtigen Schauspieler machen, richtig? Ich bin ja nur die Zweitbesetzung. Bitte, Juni, so meinte ich das nicht. Du bist ein toller Schauspieler, es ist nur. Übrigens, mein Name ist Zuri. Wenn dein auf dem ganzen Archipel bekannter Co-Star nicht beim ersten Anzeichen der Besotte weggelaufen wäre, müsstest du diese Szene nicht mit mir drehen. Aber jetzt ist es so, und wir sind bei was? Take 37. Lass uns das einfach durchziehen, ja? Ehrlich gesagt wäre ich jetzt lieber in Urbury und würde eine Doku-Parodie drehen. Hey, so direkt musst du das jetzt auch nicht sagen. Und wer bist du? Bist du der neue Maskenbildner hier an meiner Stelle? Glänzt noch eine Stelle. Durch die Scheinwerfer läuft mir der Schweiß in Bächen runter. Alter, du kennst Visesia doch. Und Shuni kennt kein Schwein. Hey, ja, das bin ich. Und Moment mal, du kommst mir ja so bekannt vor. Oh, richtig, du bist Gilford. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir geholfen, diesen lästigen Paparazzo in Omnesien loszuwerden. Ja, genau, davon hatte ich nämlich eben erst gesprochen. Schön, dich wiederzusehen. Es ist immer gut, Freunde um sich zu haben. Vor allem, weil dieser Film bisher eine Herausforderung war. Um es harmlos auszudrücken. Wieso, was passiert?
Es war von Anfang an verhext mit diesen Dreharbeiten. Zuerst war die Nuru-Hütte zu voll, weil jemand vergessen hat, sich für die Dreharbeiten zu reservieren. Da hat die Regisseurin diesen schlimmen Streit mit den Produzenten, weil die wollten, dass ich mehr Fantasy-Filme drehe, anstatt einem intellektuellen historischen Drama, das sich nicht verkauft, bla bla. Und jetzt das. Als wir endlich ein wenig vorzukommen schienen mit den Dreharbeiten, sind die Besitis, oder wie die heißen, gelandet. Seitdem ist das hier der reinste Albtraum. Alle sind abgehauen. Die Hälfte der Schauspieler für die Nebenrollen und mein Co-Star sind irgendwo auf dem halben Weg nach Tukma. Und jetzt geht uns die Zeit und Geld aus. Was sie sagen will, wir sind am Ende. Das ist Method-Action, aber sie meint genau das. Ruhe zu. Vielleicht, also das hört sich jetzt verrückt an, aber vielleicht könntest du uns helfen. ja gut. Tut es das? Was? Es hört sich verrückt an. Wiss, aber er war nur schlagfertig, wiss. Und das mit dem guten komödiantischen Timing, das deinem weit überlegen ist, daher hast du es nicht begriffen. Bitte beachte diesen traurigen kleinen Mann gar nicht, Gilford. Ja, mach ruhig, ich bin das gewohnt. Was soll ich denn tun? Warum holst du dir nicht eine Kopie des Drehbuchs von meinem Agenten? Er ist drin, dann sehen wir weiter. Muss ich jetzt echt mit deren Film drehen? Also es wäre schon irgendwie funny, ne? Was, wir verschwinden einen Haufen Zeit und Millionen. Hauptdarsteller schickt mich eine Kopie des Drehbuchs. Beim Hoch oben was ist? Ach, weißt du was, ist mir egal. Hier, nimm meine Kopie, wenn sie so will. Das ist wenigstens eine Laune, die mich kein Geld kostet. Verrat auf dem Klimagipfel. Okay. Sonst noch was? Hey, Bedienung, Entschuldigung. Könnte ich bitte etwas bestellen? Ich hätte gerne einen doppelten Lochburg-Whisky. Ach, mach einen dreifachen draus. Mal sehen. Das ist ein dickes Drehbuch. Und ich habe nicht stundenlang Zeit, es komplett zu lesen. Ich sollte mir jemanden sprechen, der mit dem Drehbuch vertraut ist und mir beim Lernen meines Textes helfen kann. Ach, was ein Zufall, dass direkt noch einer vom Drehteam da ist. Zum x-ten Mal, nein, du bekommst keinen Cameo-Auftritt im Film. Wir haben dazu leider weder die Zeit noch die Ressourcen. Der Star hat mich gefragt. Hä, sie? Aber natürlich hat sie das. Was soll's? Hast du das Drehbuch? Gut, sehr gut. Dann hör zu. Es handelt sich um eine Adaption des Klassikers Verrat auf dem Klimagipfel. Die Geschichte spielt 300 Jahre in der Vergangenheit, während der Wiedervereinigung von Kesiva. Unsere Hauptdarstellerin Visea spielt eine mysteriöse Spionin, die hin und her gerissen ist zwischen der Loyalität zu Chaka Turais Sachen und ihrer Liebe zu einem dezianischen Prinzen. In der heutigen Szene tritt Scheich Babutil, das bist du, ein, um seine Geliebte zu sehen und erwischt sie mit einem turkmanischen Offizier, der von Zuri gespielt wird. Gut, das hier ist der Satz. Ich spreche die anderen Rollen, okay? sagt Chaka, dass die Wumpi unsere Bedingungen zustimmt. Kesiva ist vereint, Offizier. Was für eine Freude, endlich sind wir ein Volk. Und das ist dein Stichwort. Was sehen meine Augen? Der Offizier umarmt A überglücklich. Offizier, endlich, es ist vorbei. Ah, meine Pflicht ist getan. Nun kann ich endlich in den Armen meiner großen Liebe ruhen. Ich bin betrogen. Oh, Baubdil, mein Schatz, es ist nicht, wonach es aussieht. Der Offizier wirbelt herum, zieht drohend eine Tempkarte. Wer ist das? Ein Spion der Dezianer? Der Offizier entfesselt sein rasendes Temtem gegen den attraktiven Scheich, mit allem Hintergrund von Angst kreischt. Sehr gut. Ach ja, der Offizier entfesselt sein rasendes Temtem gegen den Scheich. Sie kämpfen, der Scheich wird in den See geworfen.
Ertrinken. Das ist etwas zu viel des Guten. Hier ist ein wenig mehr. Absolut perfekt, okay. Dann fliehe sie, verfolgt von dem Offizier und erreicht den Klimagipfel, wo sie in tiefer Trauer und bewegender Rede hält und in den Tod stürzt. Dann kommt die Epilogszene, in der Chakatura eine Lobesrede auf den unbekannten Helden hält und so weiter. Aber es ist dann eine andere Szene. Hast du dir das alles merken können? Ja, ich mache mir nur schnell noch ein paar Notizen hier im Drehbuch. Gut, dann ab vor die Kamera. Gib dir... Was? Gut, dann ab vor die Kamera mit dir. Gib alles. Was sehen meine Augen? Verraten? Babudil aus Türkise? Mit Leidenschaft? Lebe wohl. Muss ich das jetzt wirklich... Oh Gott. Ob ich das hinkriege? Bist du ja nicht bereit? Ich bin Babudil der Schurke. Ja, bin ich. Gut, sehr schön. Endlich. Venice hat deinen Einsatz. Was? Wie sehr hat dein Einsatz? Los geht schon. Zieh das hier an. Du sollst scheiß sein. Turban bekommen. Licht, Kamera und Aufnahme. Bereit? Hals und Beinbruch. Szene 13, neuer Take und Action. Nun sage es frei raus, wem gehört dein Herz, Chaka, Turai, und der Freiheit oder diesem dezimianischen Schurken, der unser Versagen gerne in Kauf nimmt, wenn es ihm deine Liebe sichert? Oh Unglück, es scheint mein Schicksal, mein Herz entzweit brechen zu fühlen, zerrissen von der Liebe für mein Volk und der Liebe zu meinem Geliebten. Was meinst du? Hör nur, hör. Die Trommeln des Kriegs dröhnen in der Ferne und bringen Nachricht vom Sieg auf den Ebenen. Es ist vorbei. Komm, meine arme Schwester. Ich glaube, was sehen meine Augen, ne? Meine große Liebe mit einem anderen Mann. O Herz, schweig stille. Ist es das? Endlich Frieden? Meine Pflicht ist getan. Nun kann ich endlich in den Armen meiner großen Liebe wohnen. Ich bin betrogen. Oh, Babudil, mein Schatz, es ist nicht, wonach es aussieht. Wer ist da? Ein Spion der Dezianer? Ich bin... Oh. Ich bin Bilbo aus Zara, wie geil. Wie heißt der? Babudil, ne? Oh je, mach dich bereit zu sterben. Das ist doch immer derselbe Text, da bin ich jetzt blöd. Stell dich mir, verfluchter Scheich. Ist eine Temkarte. Ich flehe dich an. Lass ab von diesem Wahnsinn. Lebe, Mann, meine unerwartete Liebe, lebe, oh, meine unsterbliche Liebe. Gehüpft, wie gesprungen. Ist das geil. Cut, ja, keine Sorge, wir bauen den Temtem-Kampf und deinen Tod als Höhepunkt mit CGI und allem Pipapo und dem Post-Pro. Lass mich die Szene kurz anschauen. Ah, fast. Du hast ein paar Sätze vermasselt. Das müssen wir nochmal machen. Was? Ach Leute, das kommt davon, wenn man mit Amateuren arbeitet. Hör nicht auf ihn. Atme einfach tief durch und schau nochmal ins Drehbuch. Und dann versuch es nochmal, ja? Zurück auf die Position. Was habe ich denn falsch gemacht? Wenn ich denn jetzt wüsste, wo das blöde Ding ist. Ach ja, Quest-Items. Was sehen meine Augen? Hab ich gemacht, verraten. Babudil aus Türkise, mit Leidenschaft leb wohl.
Hä, das. Wir skippen das jetzt. Also, ich bereite halt ein Beinbruch. Ich lese das jetzt nicht nochmal alles, glaube ich, vor. Das überspringen wir jetzt ein bisschen. Was sehen meine Augen? Ist doch richtig. Ich glaube, die ersten Sätze waren tatsächlich sogar richtig. Das ist doch richtig geschrieben, aber bin ich jetzt blöd? Das ist doch egal, das ist doch immer dasselbe. Machen wir mal das mit der normalen. Leb wohl. Lass mich die Szene kurz anschauen. Was habe ich denn falsch gemacht? Welche Antwort habe ich denn bitte falsch gemacht? Was sehen meine Augen? Das habe ich richtig verraten. Baubdiel aus Tequese. Voll mit Leidenschaft. Das steht nicht meine Antwort. Und leb wohl. Ja, machen wir das nochmal. Ach Mann. Das habe ich versehentlich F gedrückt. Bereit. Was sehen meine Augen? Oder was? Was hören meine Ohren? Ne, eigentlich, was sehen meine Augen? Bin betrogen. Ich bin. Ich nehme jetzt mal das. Vielleicht ist es. Jetzt eine Temp-Karte macht halt gar keinen Sinn. Kurz keine Sorge über Timkampf, blablabla. Was ist denn falsch, verdammt nochmal? Was ist falsch? Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe wirklich gerade nicht, was ich falsch mache. Dreh dich dem halt vors Schienbein oder so, ist mir doch egal. Aber irgendwie. Okay, das mit dem Schienbein klappt schon instant nicht dann. Aber eigentlich habe ich es doch richtig gemacht, oder bin ich jetzt doof? Wo meine sterbliche Liebe. Ey, was? Ich verstehe es nicht. Bin ich zu
doof dafür gerade? Ey. Was sehen meine Augen? Ich bin betrogen. Was zum Unter soll das denn? Ja, das war mir jetzt schon klar, dass das nicht hilft, aber ich wollte es trotzdem mal probieren. Weil ich habe keinen Plan, was ich falsch mache tatsächlich. Was sehen meine Augen? Ich bin... ich kapier's nicht. Ich kapier's wirklich gerade nicht. In meine Augen. Zweitens verraten. Drittens Baubodil aus Zirkwese. Viertens mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft. Was ist das für eine Antwort? Und lebe wohl. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Bin komplett verwirrt. Macht dich bereit zu sterben. Es ist halt jedes Mal dieselbe, ne? Liebe, mein Stäbchen, Liebe, Gefühl gesprungen. Es ist, also. Ich kapier's nicht. Ich kapier's wirklich nicht. Ich nehme jetzt extra mal falsche Antworten. Ich kapier's nicht. Es ist doch alles richtig. Ich kapiere es wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Also. Ja, das ist jetzt eh falsch. Was? Ditchkev, mein Kerl, stört mich viel, also konzentriere dich bitte. Was? Ich kapiere es wirklich nicht. Also. Jetzt mache ich mal wirklich andere Sachen. Weil irgendwie haut das ja nicht hin, ne? Das war grausam, was zum Unter, da hast du bloß dabei gedacht. Ich kapiere es wirklich nicht. Vielleicht mache ich mal einen kurzen Cut, weil irgendwie, egal, ich habe es eigentlich genauso gemacht, wie ich es machen sollte. Ich habe jetzt zum Schluss eigentlich nur probiert, aber irgendwie haut das nicht so ganz hin, was da von mir verlangt wird. Also, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Irgendwas ist da ganz, 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 ganz komisch. Vielleicht werde ich das mal wirklich kurz nachgoogeln und unterbreche mal kurz die Session.